Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin im Colette in Berlin und lass uns erstmal erklären, was das Tolle hier in dieser Brasserie in Berlin ist. Colette in Berlin ist ein französisches Restaurant, eine Brasserie, die viele alte Vintage-Elemente beinhaltet, die aber eine moderne Küche präsentieren will, die aber durchaus geprägt ist von der Idee französischer Bistro und Brasserie. Ich kenne Tim ja schon ziemlich lange, wir haben schon 10 Jahre mindestens direkt in einer Küche zusammengearbeitet und jetzt kann ich im Prinzip seine Ideen in Colette weiterleben oder weiterentwickeln. Und hier steckt extrem viel Tim Raul drin, von der Idee über die Weiterentwicklung, über die Designelemente, über die Elemente in dem Restaurant und natürlich das, was auf dem Teller ist. Ja, also meistens entwickeln wir die Karte so, dass wir uns irgendwie ein bisschen an Brasserie oder Bistro-Klassiker anwagen. Zum Beispiel haben wir ein Club-Sandwich auf der Karte oder einen leckeren Pulpo. Und wir versuchen den einfach in der Philosophie von Tim Raul mit den Grundpfeilern Süße, Säure und Schärfe immer neu zu interpretieren, auch ein bisschen die Härte rauszunehmen oder auch mal ein bisschen das sehr Rustikale rauszunehmen und schon eine feine Küche zu präsentieren, die aber die Wurzeln der Brasserie-Küche nie verlässt. Also wir haben, wie das auch in unseren Standorten in München und Konstanz ist, ein monatlich wechselndes Menü, das wir in den einzelnen Brasserien unterschiedlich gestalten, einfach um auf Saisonalität und Regionalität natürlich ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Die große Karte ändert sich zweimal im Jahr und nimmt dann halt immer so ein bisschen Frühling und Sommer auf und Herbst und Winter. In jedem Standort ist die Brasserie Colette eigentlich oder soll eigentlich ein Wohnzimmer sein. Wir möchten, dass die Gäste hierher kommen und sich wohlfühlen. Sich einfach hinsetzen, essen, trinken, Spaß haben, ohne sich an große Menüs abarbeiten zu müssen oder sich für irgendwas verpflichtet zu fühlen. Und das versuchen wir mit unseren Mitarbeitern, mit unserer Speise- und Getränkekarte jeden Tag aufs Neue zu transportieren. Und ja, der Erfolg gibt uns ein bisschen recht.